Ansonsten ging es mir die ganzen 21 Tage oder 20 Tage sehr, sehr gut. Ich bin total stolz, dass ich 21 Tage so ein Essen durchgehalten habe, was mein ganzer Verwandten- und Bekanntenkreis nie im Leben geglaubt hat. Ich hoffe damit auch die Schokoladensucht beherrscht zu haben und die Süßigkeitensucht. Ich weiß, was ich auf jeden Fall weiter beibehalten möchte. Mhm. Was? Welches? Ja, also dieses Öl, Fett, Zucker, eiweißfrei, fleischlos, das ist kein Problem gewesen, aber ich sage, das ging nur mit deiner Meditation. Alleine hätte ich das nie im Leben geschafft. Deswegen bin ich auch da, deswegen zahle ich gerne Geld. Ich weiß, ich hätte das nicht geschafft. Diese Konsequenz, ich bin, ich kann Chefassistent sein und logistisch und alles gut, aber mir gegenüber selber, das habe ich noch nie gemacht. Und das war allein, das ist eine Meisterleistung für mich. Und da musste ich mich auch rechtfertigen, weil man weiß, dass ich anders esse. Und ich habe 5,5 Kilo abgenommen. 8 war zwar mein Ziel, aber ist nicht so tragisch. Ich mache mit ein paar Sachen weiter. Ich habe sehr viel noch übrig an Chiasamen und an Linsen. Und ich habe ja eingekauft wie ein Weltmeister. Und ich werde das einfach schön der Reihe nach essen. Allerdings mit ein bisschen mehr Gewürze. Ich warte mal, was du jetzt sagst, was dann wieder okay ist. Weil 3 Wochen gewürzlos war schon, es war nicht hart, aber es war ungewöhnlich. Es hat auch wirklich nicht so geschmeckt, nur mit Pfeffersalz, muss ich echt sagen. Die Gewürze, die regen eigentlich auch Appetit an. Ja, und ich habe auch da nicht so viel gebraucht. Also ich werde weiterhin abends auch weniger Salat und Obst und Gemüse essen und nicht immer Wurstbrot oder Schinken. Und ich freue mich aber jetzt dann auch bald mal auf mein erstes Ei. Auf ein gutes Fleisch und auf ein guten Glas Rotwein, aber so, dass ich auf jeden Fall das Gewicht halten möchte und vielleicht auch noch ein paar Kilo abnehmen und schauen. Also heute am Ende sage ich auch, bestimmtes System, nach welcher kann man richten oder nicht, je nachdem, man, wozu bereit man ist. Ja, aber wo das man auch so langsam auch Fleisch einfließen kann im Essen, nur halt nicht so große Portionen. Ja, und halt, es gibt das bestimmte Schema, na, wo das einfach unser Organismus gut tut. Aber